diesem Video stelle ich euch den HW88 mit der PDB 659 im Kaliber 9mm R-Knall vor. Es handelt sich hierbei um einen Single- und Double-Action-Revolver, das heißt, man kann den Hahn vorspannen oder man betätigt ihn natürlich direkt. Mit dem Trommelschieber hier vorn kann man die Trommel ausschwenken. Die Trommel ist fünfschüssig und natürlich auch relativ frei im Vergleich jetzt zu anderen Revolvern, die sind schon wesentlich zugebauter. Was man hier schön sehen kann, die Stahleinlage im Lauf und auf der anderen Seite natürlich gleich die Stahleinlage im Stoßboden. Also auch hier wurde wirklich wieder sehr gut auf Langlebigkeit und Haltbarkeit geachtet. Bei der Laufsperre sieht man, die wurde auch sehr gering gehalten, so dass man wirklich absolut gut den Revolver reinigen kann. Und natürlich aufgrund des guten Kalibers zünden sich so auch ideal die pyrotechnischen Artikel. Genau. Zu den Stahlteilen nochmal. Der Hahn, die innere Mechanik, Abzug, Stahleinlage im Stoßboden, Stahleinlage im Lauf und bei diesem Revolver ist auch die Trommel aus Stahl. Was viele nicht wissen, denn der Revolver HW88 Airweight wird oft mit dem Super Airweight verwechselt, bei dem auch die Trommel aus Aluminium ist. Bei dem normalen Airweight bzw. bei dem normalen mit der PDB 659 war das noch so, war die Trommel noch aus Stahl und der Rest halt aus dem Hochleistungsaluminium, sage ich jetzt mal. Ich finde, der Revolver ist schön handlich, schön leicht. Aufgrund des Aluminiumrahmens ereignet sich ideal zur Selbstverteidigung aufgrund des guten Kalibers. Dabei ist natürlich auf den kleinen Waffenschein Wert zu legen. Und insgesamt ist er wirklich sehr schön schmal, trägt nicht so auf und natürlich extrem leicht. Die Seriennummer steht bei den Revolvern hier an der Unterseite. Ist wirklich ein schönes Teil. Im Anschluss an das Video habe ich direkt wieder einen kleinen Schusstest. Nicht wundern, da kommt gerade beim Anfang hier vorne nochmal nach dem Schuss eine kleine Flamme raus. Da brennen quasi die Pulverrückstände ab. Das passiert bei 9mm R-Knall bzw. bei älterer Munition immer mal recht gern, weil ich mit alter SK Schönebeck-Munition geschossen habe. Ist nichts Schlimmes, aber ich wollte es mal erwähnt haben. Wenn man den natürlich dann bekommt, den Revolver, hat man natürlich zum einen die Beschreibung, zum anderen auch den Weihrauch-typischen Karton. Da steht dann an der Seite, um welches Modell es sich handelt, Kaliber, Seriennummer. Des Weiteren natürlich auch der Abschussbecher. Eine Reinigungsbürste. Und was mir bei Weihrauch immer schon gefallen hat, diese bzw. dieser Mündungsschoner. Den kann man dann problemlos einschrauben. So habe ich auch eigentlich immer meine Weihrauch-Revolver bzw. auch die HW94 gelagert. Sieht dann auch gar nicht mal so schlecht aus. Wenn das Licht nicht ganz so gut ist, sieht man auch kaum noch die Laufsperre. Genau. Das war's im Großen und Ganzen zu dem HW88 mit der PDB 659. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Jetzt noch viel Spaß beim Schusstest und wir hören uns dann beim nächsten Mal.